Hallöchen, liebe Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 6. Eine neue tägliche Mission. Hier, tägliche Belohnung holen wir uns ab Tag 70. Ja, ich habe schon einige Tage verpasst. Wahrscheinlich wäre schon bei Tag 80 oder so. Wir hätten die Möglichkeit, eine Tagesherausforderung zu machen, aber irgendwie, nee, habe ich doch keinen Bock drauf. Wir machen lieber Medaillen weiter. Und genau, das hier müssen wir auch mal machen. Hab ja letztens schon im Stream ein bisschen was gemacht, ne? Nur mit Primäraffen spielen. Viele Spiele, 25 Spiele und Schwierigkeitsgrad unplatzbar gewinnen und so weiter. Und ich denke, wir machen einfach mal weiter. Grundsätzlich finde ich ja Benjamin geil. Aber wir schauen uns erstmal, welche Map wir denn spielen müssen. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall schon mal alles voll. Hier hätte ich alte Diablonen, hier habe ich auch alte Diablonen-Runden. Das heißt, ich könnte eine Unplatzbar-Mission machen. Hier hätte ich auch Kornfeld. Noch ein Ziegel. Mensch, ist ja irre. Okay, machen wir nacheinander die Missionen. Ja, erstmal Feuerreichweite. Zack. Ich überlege gerade. Benjamin wäre eigentlich ganz cool wegen den ganzen Bänken. Ne? Ah, 15.000 Gold bringt der in etwa. Gönnli macht natürlich extrem Damage. Ah, wir nehmen ihn mit. Wir testen mal hier richtig volle Breitseite Bänke. Hier werden Bänke gespammt. Hier werden sie gespammt. Die Bänke. So, dann noch einen hier hin. Dann werde ich dann später zwei Armbrustmeister hinsetzen. Und zack. So. Ah, wird schon. Können wir hier gleich noch scharfe Schüsse hinmachen. Erstmal verbesserte Sicht auf beide. Und dann hauen wir hier die. Wobei, eigentlich brauche ich jetzt mehr Defense. Benjamin wäre schon mal ganz cool. Ja. Ich glaube, das kann ich mir noch gar nicht leisten. Dann muss man die scharfen Schüsse machen. Ah, müssen wir mal gucken. Gerade bei der Madman, das muss erstmal quasi freischalten, damit ich hier Benjamin erstmal setzen und ja, wird schon knapper. Benjamin ist teuer, ne? Na, machen wir erstmal das hier. Und dann das hier noch und dann werden wir auf Benjamin warten. In der Hoffnung, wir kriegen es hin, ohne dass wir ein Leben verlieren. Das wäre sonst völlig uncool. Aber auch mehr Defense. Aber hier muss ich erstmal wegmachen. Okay, erstmal Benjamin. Wir warten ab und sind gespannt auf Benjamin. Währenddessen hole ich hier mal ein paar. Eieiei. Wird noch nichts mit Benjamin. Erst einmal eine solide Defense aufbauen. Aber mit 4 sollte das funktionieren. Das sollte klappen. So, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen im Forum um. Steam-Fragen kamen ja schon ganz oft. Ja, ich finde es wirklich schade, dass die mit der Steam-Version immer so ziemlich lange brauchen. Und das nicht so zeitnah hinbekommen. Finde ich auch ein bisschen ärgerlich, auch bei BTD5, weil ich hätte es schon ganz gerne in Steam. Wie ja schon so oft gesagt wird, damit meine Spielzeit getrackt wird, um sehen zu können, oh, ich habe ja doch 1000 Stunden in dem Spiel verbracht. So. Dann kriegen wir erstmal ein bisschen Kohle. Was eine Verschwendung. Ah, ich habe ja Mana-Schild, bin ich dämlich. Ah, ich bin dämlich. Ist okay, ich bin dämlich. Okay, aber der macht jetzt erstmal Skimming. Habe ich noch gar nicht. Nein, habe ich noch nicht. Skimming. Und den super auch nicht mehr sparen können. Okay. Aber da wird es langsam nicht knapp. Alles gut. So,
So, dann kaufen wir erstmal das frei. Ja. Eine Granate. Und dann ganz wichtig, ein Ninja. Aber der 600 Gold kostet, aber Benjamin ist am Start. Wirklich ein Ninja-Affen hier hin? Oh, eigentlich schon. Eigentlich schon. So, jetzt haben wir eine ziemlich gute Defense. Ich hab den Dings nicht benutzen müssen. Den Superaffen. Den Supersturm. Superaffensturm, so. Ah gut, habe ich nur mal getan. Ist halt so. Kann man nichts gegen machen. Es kommt ein Liedblumen. Nächste Runde. Das ist gut. Runde erst, ja? Okay. Er hat mir schon 1500 Dollar eingemacht, habe ich erstmal 1200 bezahlt, aber ist nicht schlimm. Mann, der bringt so viel Geld. Das ist so krass. Ich kann, die schönen Kommentare kommen auch später auch noch. Ich habe zwar im Livestream schon mal angesprochen gehabt, ich glaube in der letzten Folge das noch nicht. Ja, da gab es die Kommentare, glaube ich, noch nicht. Die geschrieben wurden. Also, wir werden es auf jeden Fall nochmal durchgehen. So. Should we add some classics to the game? Was möchte denn Classic dazu packen? Alte Türme mit 3 Pfaden und 5 Tiers. Hä? Was für alte Türme? So, wenn man die erstmal aufrüsten, wichtig, ja? Die Leads kann ich kaputt machen. Ja, kann ich. Dann werden wir hier erstmal auf Armbrust gehen. So. Ja. Alter, 3100 Dollar, das ist so ein bisschen krank, oder? In 5 Runden kommt der Moab, aber ich denke, der wird von den Armbrüsten sowas noch auseinandergerubbt. Okay, na, ich mag das BTDF6 Forum irgendwie nicht. Irgendwie steht da irgendwie nur der gleiche Kram drin. Und irgendwie nicht, jetzt nichts Interessantes. Okay, das Forum, ich denke, das Forum könnte ich abhaken. Aber ich brauche das für die Patch Notes demnächst. Erstmal, wenn wir hier Bänke hinsetzen, ne? Eine Bank nach dem anderen. So, damit er schon mal 9 Bänke übernehmen kann. Ups. Hä? Ach, das ist gar nicht nur für seine Nähe, ne? Das ist für alles. Ist ja faszinierend. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer nur in seiner Nähe. Deswegen haben die Leute gesagt, man kann ihn überall hinstellen. Ups. Weil es keinen Unterschied macht, weil er eh die gesamte Map beeinflusst. Ah, du Affe, bist fett. Da. Wollen wir mal gleich mal Bänke bringen. Hier 9 Bänke, da 9 Bänke. Easy going, da gibt's Kohle. Weiß noch nicht, wofür ich das brauche. So, 31. August war der letzte Blogpost. Dann schauen wir uns den nochmal an. Der andere war am 24. August. Ich gucke ganz kurz, wann haben wir die Folge gemacht. Ist okay. Aufnahme, bitte die am 30. und 31. Nee, kann irgendwie nicht stimmen. 27. Das passt schon eher. So. Okay, dann gehen wir uns den Blogpost durch. Am 31. August. Oh, nächstes. Bloons Adventure Time has official launched globally, so everyone should jump into the... Genau, das kann man jetzt Dings spielen, offiziell. Oh. Ist im Play Store raus. Bloons Adventure Time Tower Defense, wer spielen möchte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es auch im Discord angekündigt gehabt. News. Genau. Am Mittwoch, 29. August geschrieben. Müsst ihr auch im Discord sein, dann kriegt ihr solche Infos mit. Ganz easy. Sollte man mehr auf Defense gehen wahrscheinlich, oder?
Und dann kriegt, ups, dann kriegt er erstmal einen Alchemisten an die Seite gestellt. Und da möchte ich ganz gerne einen Superaffen hinbauen. Mal gucken, ob ich da noch, ob der noch hinpasst. Mhm. Mach ja auch noch ein bisschen mehr Damage, kann auch nicht schaden. Level up. Level up. Okay, sonst nichts Interessantes hier an der wöchentliche Fokus oder was die Woche passiert ist. Hat er schon Bankenhack? Na, dann erst. Wobei ich glaube 5% gab schon mal. Ja, alle Banken bringen plus 5% Einnahmen. Also quasi 2 Dollar mehr. Okay, bauen wir erstmal die Bänke. Ja. Erstmal überall hier. Und dann, ja, ich glaube, mehr Defense brauche ich aktuell nicht. Und die Fragen aus den Kommentaren sind auch nicht von Relevanz. Okay. Guys? Guys? Da kommt der Moab, aber der ist schnell weg. So. Und dann 3840 von der Affenbank. Also ein bisschen teuer, oder? Und sie wird sich hoffentlich lohnen. Jetzt kriege ich 42 Dollar und wenn ich hier den Bankenhack habe, dann kriege ich 43 bis 44 Dollar pro. Das gibt Money. Ah, mit Benjamin muss man eine Bänke bauen, das ist einfach super heftig. Gehen wir mal von den neuesten zu den ältesten Videos. Kieler schreibt, hi, der Plural von Bank ist in diesem Fall ist Banken. Bei einer Bank zum Sitzen wäre es Bänke. Bänke. Eine Sitzbank, Sitzbänke. Eine Zentralbank, eine Zentralbänke. Naja, hat er recht wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir mehr Banken bauen, obwohl dieses Wort super, super Schrott klingt. Ah, jetzt kriege ich hier 43 Dollar. Jetzt habe ich 44 bekommen, ne? 43 bis 44 Dollar kriege ich ja. Auch wenn, meine lieben Freunde, der Moab nur 1 Dollar bringt, ist das völlig irrelevant. Ja? Benjamin macht durch die Bänke, durch die Banken genug Geld. Ja, er hat schon 8800 Dollar generiert. Und selbst wenn da mal ein Moab oder ein BFP oder was auch immer nur 1 Dollar bringt, das ist völlig egal. Zumal da ja auch keine Keramiks mehr rauskommen, ja. Ist ja auch nochmal ein Vorteil. Ich glaube, die bringen nämlich immer auch kein extra Geld, die Blooms, die rauskommen. Das habe ich letztens erst gemerkt, dass ich da keinen Schaden dran gemacht habe, also kein Pop-Count, an denen, die rausgekommen sind. Hier sind wir schon bei 3500 Dollar. Ah, lass noch so ein bisschen volllaufen. Das klingt logisch. Müsste gleich mal die Dingsbauer die verbessern, die Scharfschützen. Wobei wir haben noch so viel Zeit hier, ne? Ich denke, so leicht kommt da keiner durch. Online. Ich habe auch überlegt, und da könnt ihr ja gerne mal. Yes. Gerne mal drüber nachdenken und mir eure Meinung sagen. Ich streame ja ab und zu BTD6. Und ich habe mir überlegt, die Livestreams quasi nachträglich als einzelne Videos hochzubringen, damit ihr wirklich jeden Tag was habt und falls ich mal wirklich keinen Bock habe, irgendwie was aufzunehmen, damit ihr trotzdem was habt. Weil wenn ich mal so 2,5 Stunden streame, dann habe ich 4, 8, 10 Folgen. Ja, quasi ihr seid entweder eine Woche lang oder 5 Tage lang versorgt. Was haltet ihr denn davon?
So schlecht finde ich es jetzt nicht. Kommentare lese ich auch immer, oder die Chat-Nachrichten lese ich auch immer vor. Deswegen würdet ihr da auch nichts verpassen. Naja, warten wir noch bis zum Ende der Runde, dann nehmen wir alles mit. Ah, schade um die Zinsen, die hier nicht mitkommen. Zack, 32.000, okay. 63. Runde. Ich brauche Geld. Also ich habe Geld, ich brauche Defense. Ich fände den Robo-Affen ganz geil, ehrlich gesagt. Moab.